Herzlich willkommen, KakeTV-Uncut-Zuschauer hier zu meinem neuen Video. Like den Kanal. Patrick hat ein Statement gemacht, warum ein Jahr keine Videos gekommen sind. Na, was heißt Patrick, Digga? Eigentlich ist es ja Dende, ne? War es, glaube ich. Ich verwechsel die irgendwie immer. Wir gucken mal. Schon mal sehr funny. Ja, da hängen Zwiebeln. Und Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Krank, ich erkenne ihn gar nicht, wenn er auf minderjährige Minecraft-Ärsche glotzt, ey. Ich sag neues Richtig. Video nach 9 Monaten, ich bin echt verrückt. Auf meinem Kanal. Und ja, ich wollte mal ein kleines Statement-Update-Video machen. Euch mal alle mal so sagen, was abgeht. Weil, ja, die letzten 10 Monate seit dem letzten Craft, da kam ja so gut wie gar nichts mehr hier auf dem Kanal. Und ich wollte mich deswegen auf jeden Fall bei euch entschuldigen. Also, er hat jetzt quasi 10 Monate seit dem letzten Craft Attack nichts hochgeladen. Und jetzt haben mir die Leute wieder gefragt, ob er mitmachen möchte. Und dann hat er sich so gedacht, ja, okay, Digga, den Hype nehme ich mit, oder was? Es ist ja wohl tatsächlich so, Digga. Guck mal, er hat vor 9 Monaten das letzte Mal mitgemacht, hat Craft Attack Videos hochgeladen, die sogar ganz gute Klicks gemacht haben, auch wenn die schlecht bewertet sind. Dann hat er einfach 9 Monate gar keine Videos gemacht. Wirklich überhaupt nichts. Und jetzt so, yo, ey, ich bin zufällig wieder zurück. Ich hab wieder Bock, Jungs. Geil. Und ja, macht jetzt wieder Craft Attack Videos, die aber glücklicherweise diesmal nicht so gut ankommen wie das letzte Mal. Also das ist schon, ich weiß nicht, also klar, YouTube ist halt irgendwie so ein Finanzding und so. Das sollte man natürlich nicht vergessen, keine Frage. Aber ich finde es schon mal ein bisschen dreist, weil man halt nur noch das Finanzielle sieht und nicht, weil man halt irgendwie Bock drauf hat, solche Videos zu machen. Also ich meine jetzt mal ganz ehrlich, selbst, also er hat keinen Bock, aber dann hat er doch plötzlich wieder Bock auf dieses Format. So. Und es gab nichts anderes, außer seine Minecraft-Videos. Naja. Nämlich haben tatsächlich viele Nachrichten in den letzten Monaten erhalten von Zuschauern, die so gesagt haben, Bro, mach mal bitte Videos, wo ich mir so mal gedacht habe, als ob ich so Fans habe noch, die nicht gucken wollen. No joke jetzt. Und dann irgendwann habe ich realisiert, yo, da sind echt Leute, auch wenn das Video nur 3000 Klicks kriegt, 3000 sind mehr als in Kosovo leben. Das ist viel. Und ja. Ah ja. Okay. Deswegen, gestern haben wir Craft Attack zusammen mit allen Teilnehmern aufgenommen. Das heißt, morgen, Samstag, den 7.11. beginnt Craft Attack. Da kommen ganzen Folgen bei allen Teilnehmern, bei mir natürlich auch auf diesem Kanal online. Ich muss nur ganz kurz gucken, wann wir streamen dürfen. Die erste Folge darf um 9 Uhr veröffentlicht werden, ab 9 Uhr. Wahrscheinlich mache ich 9:01 Uhr. Nein, Spaß. Einfach so, damit man so überall ist. Und Stream ab 12 Uhr mittags ist dann erlaubt. Da werde ich wahrscheinlich auch schon live sein. Ja, wir haben auf jeden Fall auch Crafting auch noch mal krass, Freunde. Wir haben mit Rewi, Trimax um Ländereien gekämpft. Also ich kann ja schon mal so ein bisschen spoilern. Wir haben unsere Base in einem richtig geilen Spot an der Küste. Mit Rotpilz, mit Kunga, mit Mangro, mit Jens. Und direkt daneben wirklich ist also so quasi die Leute, die gerne sexualisierte Minecraft-Videos für Kinder machen. So kann man es ja übersetzen. Kein Trimax, Rewi, so wirklich, das wird so ein Clan-Krieg werden. Und diesmal will ich mich echt bemühen, Sachen zu bauen. Wir haben auch unseren zweiten Server aufgesetzt. Ja, aber ne, die Kameraqualität, was ist denn mit der? Wenn er sich so schnell bewegt, dann schliert das so komisch. Ne, guck, das sind so. Ja, was ist das, Alter? Lebt er irgendwie in der Matrix oder so? Vor allem, er hat, glaube ich, sogar einfach seine Webcam benutzt. Also, ich meine, keine Ahnung, wer nutzt denn heutzutage noch eine normale Webcam? Also, jeder benutzt ja seine Spiegelreflexkamera oder halt eine richtige Kamera und verbindet die dann halt mit hier Elgato-Produkten, um die direkt mit dem Computer zu verbinden. Er ist quasi der Einzige, der das nicht macht. Für uns halt, für Rotpilz, Kunga und Jens und mir, mich, wo wir halt ein bisschen vorbauen und so ein bisschen Ideen austauschen. Und ich sag's euch, Leute, da wird auf jeden Fall, diesmal wird natürlich diese Prankerei und dieses Ausrasten, dass ich fast zum Rewis Büro gehen muss, um mit ihm mich zu fetzen, das wird natürlich, wenn es sich ergibt, kommen. Was schreiben die Leute darauf so? Kurz gesagt, Dezember steht vor der Tür, Money is coming. Stimmt, das kommt auch noch dazu, ja. In der Zwischenzeit bei Minecraft Soft Porn ist hochgeladen. Nice, Alter. Und was ist mit deinem Kinder-Minecraft-Channel? Kommen dort jetzt weniger Videos? Tja, Digga. Das ist natürlich RIP, wenn man halt so zerstört wird in den Kommentaren. Das ist immer bitter. Und natürlich auch ein bisschen produktiv. Also ich kann jetzt nicht wirklich jede Staffel wirklich 2 Monate lang Craft-Extreme nicht mal ein Haus hinkriegen. Das geht. Vor allem, solche Einschnitte sind auch so unangenehm, oder? Ja, Freunde. Was soll ich sagen? Ich habe in den letzten Monaten für die Leute, die mir auf Instagram folgen, ich poste ja daily da Stories. Dieser Moment, wenn man keine passende Musik findet, aber dann doch irgendwas einblenden möchte. Instagram heißt nicht Patrick Shakiri. Und ja. Krank, wie dieser Fußballer, ne? Ich hab ja. Ich kann nicht mehr vor der Kamera reden, scheiße, Alter.
Ich habe auf jeden Fall viel trainiert, also ich trainiere sehr leidenschaftlich. Ich habe auch. Der Typ ist eigentlich so eine geschmeidige Art, ich weiß nicht, Mann. Also, ich muss halt ehrlich gesagt zugeben, dass ich ihn nie so wirklich gefeiert habe. Ich habe ihn aber auch nie verfolgt. Ich bin halt in dieser Minecraft-Szene einfach nie drin gewesen. Was ich halt mitbekommen habe, ist, dass er sein Fake-Fortnite-Bann, den ich halt echt geil fand, und jetzt halt, dass er diese Dandy-Videos macht. Ne? Ich meine, keine Ahnung, er casht ja damit halt auch ganz gut ab. Also, ihm wird es nicht schlecht gehen, auf jeden Fall. Glaube ich. Ich guck mal, wie gut die noch laufen. Ich weiß es gar nicht. Ja, ist tatsächlich okay, ne? Ich habe jetzt hier nur ein Video gerade gesehen, 10.000 Aufrufe. Aber der Hype ist gar nicht mehr so real, ne? Aber, okay, da lädt er auch gar nicht so viel hoch. Was macht der denn, Digga? Also bei solchen Leuten würde es mich immer interessieren, was sie privat machen, weil ich würde doch so einen Kanal nicht liegen lassen. Digga, es ist ja halt so einfach erstellter Content. What the fuck, Alter? Ich, zu spielen in der Zeit. Was habe ich noch gemacht? Ja. Ja, gut. Ja, viele Ja. warten natürlich auf ein Ja, Statement. was habe ich noch gemacht? Ja. Statement kann ich verstehen. Werde ich wahrscheinlich auf Twitch was sagen. Ich werde wahrscheinlich gleich 6. Wir haben jetzt 19:44 Uhr, der 6.11. Das heißt, gegen so 8:30 Uhr, 9 Uhr könnt ihr mal auf twitch.tv/Petrit vorbeischauen. Erster Link in der Junge, das finde ich Videobeschreibung. auch immer so nervig, wenn die Leute halt sagen, ja, ich könnte jetzt zwar ein Statement dazu abgeben, aber ich mache das gleich auf Twitch. Guckt doch mal alle vorbei. So, das ist doch einfach dämlich. Ich meine, für die Leute, die das Video direkt nach dem Upload sehen, okay, die können dann vielleicht reingucken. Ich zum Beispiel sehe das Video erst jetzt. Also ich kann es halt gar nicht herausfinden, wenn er den Clip gelöscht hat, was er gesagt hat. Und überhaupt, zu was er überhaupt ein Statement bringt, davon mal ganz abgesehen. So, weiß man ja, hat er ja auch nicht gesagt. Es ist. Da werde ich online sein und keine Sorge, Leute, diese Ringe haben 1 € Ich gekostet. verstehe Nicht, sowas dass ihr nicht. denkt, ich bin jetzt reich oder so. Ja. Na, nicht, dass ihr denkt, ich hab Geld, ich bin arm, Digga, alles gut, ey, bitte, cancelt mich jetzt nicht. Hä? Werde gleich live sein, ein bisschen mit euch quatschen und so, ein bisschen mich aufwärmen für Stream. Weil morgen geht's dann richtig ran. Craft Attack 8, Freunde, ich bin wirklich, Leute. Craft Attack, seitdem das Projekt existiert, 2014. Ich hab's mitgegründet. Ich liebe dieses Projekt. Ich schwöre es euch, ich liebe dieses Projekt. Keine Ahnung wieso, es ist einfach Nostalgie. Einfach dieses Nostalgie, denke ich mal. Ich weiß gar nicht, was ich mehr sagen soll. Genau, ja. Ich mache ja ein bisschen Fitness seit 2 Jahren regelmäßig und ich kriege ja sehr viele Nachrichten. Ich mache ein bisschen Fitness regelmäßig. Wie ein bisschen regelmäßig. Machst du es Zum regelmäßig oder nicht? Thema auf Das merkt halt auch Instagram. jeder. Jungs, ey, wir haben das gleiche Mic, Digga. Krank. Scheiße, wir sind quasi ein und dieselbe Person. Shit. Mach mir einen Plan, bibapo. Es wird ein E-Book geben, was ich am Schreiben bin seit Monaten, was am Ende des Jahres rauskommen wird. Er hat ein und E-Book, wie ich das Digga. machen werde, ob ich das verkaufen werde oder ob man nur Twitch-Abonnent, also Subscriber sein muss, um das zu kriegen, das weiß ich noch nicht. Es wird auf jeden Fall so 30, 40 Seiten haben und Digga, er schreibt jahrelang oder seit einem Jahr an einem E-Book, was am Ende 30 oder 40 Seiten hat. Hä? Also, natürlich hat er wahrscheinlich nicht jeden Tag dran geschrieben, so. Aber wie lange kann man denn brauchen, um 30 Seiten Buch zu schreiben? Hä? Okay. Ich bin sehr zufrieden mit meinen Erfolgen. Dazu wird auf jeden Fall noch ein Video kommen. Meine Transformation von Gamer zu Bodybuilder würde ich mich jetzt nicht sehen. Es gibt schon krasse Leute, aber ich habe gestern ein Rückenbild von mir gemacht und ich dachte mir so, okay. Wow, es ist mein Rücken, Digga, heftig, Ja, Alter. Freunde, ich freue mich wieder mit euch zu streamen, Faxen zu schieben. Ja, keine Ahnung. Mal Brille weg. Also das ist auch nur so. Ja, also Ich was fühle ich mir mich. tatsächlich halt vorstellen kann, ist halt, dass dieser Dandy-Account, das ist natürlich jetzt halt nur eine Spekulation der Sache, dass dieser Dandy-Account halt einfach nicht mehr so gut gelaufen ist. Und er quasi sieht, okay, man sieht es auch auf jeden Fall hier, er ging ja halt krass ab, ne? Das war ja, da habe ich sogar, glaube ich, mein Video gemacht, lustigerweise, oder hier, so. Und kurz danach gingen die Klicks halt auf jeden Fall weiter runter, so, weil dieser Hype wahrscheinlich einfach vorbei war. Er hat auch immer weniger Abonnenten gemacht. Was ich mir halt vorstellen kann, ist, dass er selber gemerkt hat, so, okay, naja, der Kanal hat jetzt ja nicht die größte Reichweite, der steigt auch nicht mehr wirklich an, die Zahlen sind rückläufig, so. Der geht vielleicht auch davon aus, dass er halt, also dass der Hype von so einem Content irgendwie vorbei ist, dass er da halt trotzdem nicht mehr so viel mitnimmt und versucht halt deshalb vielleicht jetzt wieder seinen Patrick-Account hochzuholen, weil der hat halt das Vierfache an Abonnenten und wenn er den wieder ein bisschen zum Laufen bringt, dann kann er da halt locker easy über 2,6 Millionen Klicks im Monat machen. Na, ich meine, gut, die Videos sind natürlich jetzt nicht so gut angekommen, die Bewertung ist auch nice. Aber ja, vielleicht läuft das dann ja irgendwann später halt besser. Und dann hätte er natürlich halt gut Plus gemacht. Ne? Ich will Und hier gerade mal gucken in den Kommentaren, was, ob da irgendwas dazu steht. Also er hat tatsächlich nichts, also keine so negativen Kommentare. Ah ja, okay, hier ein bisschen.
Ja, aber sein Kanal läuft jetzt gar nicht, aber ich glaube, er hat Hoffnung, den wieder aufzubauen, weil er damit mehr abkassieren kann, denke ich mal. Gerade ein bisschen. Also das noch, bin noch immer noch, seitdem ich den deutschen Pass habe, habe ich mich verändert. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Ja, also würde ich mich auf jeden Fall über ein Like würde ich mich natürlich freuen, Freunde. Über ein Wofür, Kommentar Digga? Und, wofür soll ich dir jetzt ein Like da lassen? Mehr gibt's nicht zu sagen. Du hast auch gar nichts, du hast auch gar nichts gemacht in diesem Statement, wo man jetzt sagen könnte, okay, geil, Digga, das like ich. Hä? Check ich nicht, Digga, check ich einfach nicht. Ja, ansonsten, okayes Video, Digga. Ich wollte nur abcashen mit KuchenTV Uncut Videos senden.